Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 von Let's Create a World. Wir sind noch ein bisschen im Baumodus. So, ich glaube, mein Mikrofon ist ein bisschen falsch. So, okay, ich glaube, so ist besser. In der letzten Folge haben wir ja schon die Häuser gebaut, die zwischen Buddy Boulevard und Unicorn Promenade stehen. Und jetzt sind wir hier erstmal ein bisschen in der Franzi Promenade und erstellen da ein Gemeinschaftsgrundstück. Dann gehen wir zu der Picard Promenade und später erstellen wir auch noch oder beginnen das Grundstück zu erstellen, wo die Schule drauf platziert ist. Und das ist dann zwischen Lady Anna Kanal und Undine Boulevard. Ja, und das machen wir im Moment. Dieses Grundstück, wie ihr sehen könnt, ist ein sehr kleines Grundstück. Es ist wirklich nur so ein kleiner Streifen Land und ist eigentlich wirklich so zwischen diesen beiden Bürgersteigen von diesem Boulevard und oder von dieser Promenade besser gesagt. Und ich hatte schon, als ich die Welt erstellt habe im Erstelle eine Welt-Tool, überlegt, soll ich das im Grundstück machen oder soll ich das so, wie ich das haben möchte, einfach im Erstelle eine Welt-Tool platzieren. Aber ich finde es im Baumodus teilweise einfach noch leichter, Dinge so zu platzieren, wie man sie haben möchte. Man kann Sachen einfärben, die man im Erstelle eine Welt-Tool nicht einfärben kann. Man hat mehr Objekte zur Auswahl, die auf dieses Grundstück passen und man kann so ein bisschen besser im Detail arbeiten und deshalb ist es jetzt ein Grundstück geworden, wobei es jetzt nicht wirklich ein Gemeinschaftsgrundstück sein soll wie ein Park oder eine Bibliothek oder so, sondern vielleicht mehr wie die Bereiche in den Sims 4 Welten, wo man zwar auch schon Objekte hat und zum Beispiel einen Grill oder Bänke oder teilweise auch Spielgeräte für Kinder und was auch immer, aber die kann man selbst nicht bearbeiten. Also es soll eher wirklich so öffentlicher Bereich sein, der einfach so eine normale Straße ist, wo dann noch was dabei steht. Der Vorteil davon, dass es ein Grundstück ist, ist, dass man sich ganz leicht mit Sims jetzt hier verabreden kann. Was, glaube ich, einfach so irgendwo in der Welt nicht so einfach ist, sondern da ist ein Grundstück schon unkomplizierter. Und was auch wirklich schön ist hierbei, ist, wenn man hier wohnt. Ich habe ja schon ein bisschen mit Familie Ocker gespielt, die ja hier jetzt direkt nebenan wohnt. auch wenn hier natürlich in der Aufnahme das Haus noch nicht steht. Man hört einfach diesen Brunnen die ganze Zeit plätschern und dann hört man, je nachdem wie man die Kamera dreht, noch das Meeresrauschen und so. Ist eine sehr schöne Geräuschkulisse da. Und Möwen hört man auch noch, also es hört sich richtig toll an. Und ja, ich wollte einfach, dass man hier so ein bisschen Tätigkeiten hat, die man machen kann. Deswegen haben wir hier die Schachtische, wir haben eine Grillecke. Ich weiß gar nicht, ob man, weil in den Sims 3 ist das Multitasking ja noch nicht so vorhanden wie in den Sims 4, ob man sagen kann, man spielt Schach und unterhält sich mit den Nachbarn. Ich weiß gar nicht, ob das geht. ich glaube, manchmal machen die Sims das so von sich aus, dass sie anfangen zu reden, aber nicht, dass man auswählen kann, was sie sagen. Aber ich glaube, es gab auch manchmal Schachturniere in den Sims 3, wenn ich mich da so nicht ganz irre. Und das wäre zum Beispiel für so ein kleines Schachturnier mit 6 Teilnehmern, 3 Schachtischen, wäre das hier geeignet. Könnte man machen, wäre schön. Hier sind wir jetzt auf der Viola-Insel. Eben waren wir auf der Ramona-Insel, jetzt sind wir auf der Viola-Insel. Und hier haben wir jetzt das Grundstück, was die Picard-Promenade abschließt. Und zwar, wir haben 4 Wohngrundstücke zwischen den Bürger- oder neben den Bürgersteigen, die hier hinführen. Und dann haben wir zum Abschluss dieser Straße oder dieser Fußgängerzone, könnte man eher sagen, noch hier ein Gemeinschaftsgrundstück. Das ist ja eher der moderne, luxuriöse Teil der Welten. Von daher ist auch hier das Grundstück ein bisschen anders gestaltet als das in der Franzi-Promenade. Ich könnte mir irgendwie, oder ich habe erst überlegt, ob ich da ein Wohngrundstück hinbauen soll, aber halt einfach so ein ganz kleines, wie so ein startermodernes Haus. Das stelle ich mir auch immer noch cool vor, aber mein einziges Problem damit war, dass dadurch halt auch recht viel von der Aussicht für die anderen Häuser blockiert wird, wenn da jetzt ein zu hohes Grundstück drauf ist oder halt überhaupt Wände da sind. Von daher habe ich es jetzt erstmal so gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es vielleicht irgendwann noch ändere, aber dafür müsste ich erstmal sehen, wie es aussieht, wenn auf den anderen Grundstücken Häuser stehen. Und ich mag dieses Grundstück. Es ist nicht unbedingt von den kleinen Gemeinschaftsgrundstücken mein allerliebstes Grundstück, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte hier noch mehr drauf machen. Ich habe überlegt, vielleicht auch ein Outdoor-Kino hier hinzumachen.
Jetzt hier in dem Bereich, wo die Bänke stehen, damit man ein bisschen mehr hier auch zu tun hat. Aber mir gefällt sehr die Idee, einfach irgendwo einen öffentlichen Whirlpool zu haben, wo man sich einfach verabreden kann und zusammen in den Whirlpool zu gehen. Und ja, mal schauen. Und hier haben wir dann Holzbelag beim Boden. Jetzt, wo ich das sehe, denke ich, vielleicht hätte ich irgendwie so ein kleines Fundament platzieren sollen. Aber das war halt ein bisschen blöd mit, damit dass das Grundstück so nah am Abgrund sozusagen steht. Und ja, aber so funktioniert es letztendlich aus. Wir haben zwei Palmen hier, wir haben den Whirlpool hier, wir platzieren gleich noch eine Bar. Und ja, ich bin immer, wenn ich diese Welt sehe, denke ich so, oh, da könnte das Haus hin und da könnte das Haus hin. Das nächste Haus, was kommt, wird vielleicht die Einrichtung zu einem Stadthaus, das wir schon gebaut haben, also von einem Stadthaus am Buddy Boulevard. Ja, ich weiß noch nicht, ich habe das Gefühl, überall müssen halt noch mehr Häuser hin. Von daher kann ich gar nicht sagen, oh, ich glaube, ich möchte hier mal und ich möchte da mal. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, was wir machen, aber. Und Gemeinschaftsgrundstücke brauchen wir natürlich auch noch mehr. Hui, hui, hui. Arbeit, Arbeit. Ich wünschte irgendwie, ich hätte so. Könnte mich klonen und dann würde ich immer sagen, so hier. Oder ein Teil von mir würde schlafen und der andere wäre wach. Und dann könnte ich immer so sagen, so du hast jetzt die ganze Nacht Zeit, um nur YouTube-Videos zu machen und Häuser zu bauen und du gehst danach in die Uni und dann machst du die Sachen, die du eigentlich machen sollst. Und dann hätte ich so zwei Leben gleichzeitig. Ich habe das Gefühl, dann hätte ich vielleicht genug Zeit, die Sachen zu erledigen, von denen ich jetzt denke, das möchte ich noch machen. ja, schauen wir mal. Sonst, weil das ja leider aus offensichtlichen Gründen so nicht geht, müssen wir einfach schauen. Dann machen wir das einfach nach und nach und es dauert halt ein bisschen länger, aber ja, so ist es eben. Und ich. Sims 4 kann ich halt auch nicht so vergessen. Und ich habe für Sonntag habe ich jetzt ein Sims 4 Haus gebaut und dann war ich irgendwie in Sims 4 am Bauen. Und ich war so, oh, das macht so viel Spaß. Ich sollte mehr in Sims 4 bauen, nachdem ich jetzt so viel in Sims 3 gemacht habe. Und dann sehe ich mir das jetzt hier an und denke mir so, so viele neue Grundstücke, die die Welt noch braucht. Und ich klinge immer mehr wie eine hyperaktive Fledermaus. Es tut mir leid. Ja. Es ist eine Zeit im Moment. Und wir haben eine Eismaschine hier für Wassereis. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich bin am Überlegen, erstmal die Jahreszeiten auszuschalten. Einfach weil natürlich hat man auch auf so einer tropischen Insel Jahreszeiten. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber sie sehen halt einfach anders aus, als so, wie sie hier in den Sims teilweise animiert werden. Also, hier hätte man im Winter wahrscheinlich einfach zum Beispiel Regen im Übermaß, aber jetzt zum Beispiel nicht Eis und Schnee, denke ich. Also von daher, wobei ich bin auch nicht irgendwie jetzt der Erdkunde überhaupt Experte. Von daher ist das jetzt nur mal so grob gedacht, wie ich mir vorstellen könnte, dass das ist. Aber ich finde irgendwie jetzt, dass es hier alles schneebedeckt ist und so, das ist jetzt im Moment nicht so das, was ich hier gerne sehen möchte. Hier sind wir jetzt zwischen Undine Boulevard und Lady Anna Kanal. Ihr seht, es sind schon einige Objekte platziert für die Schule. Die Schule selbst ist auch schon platziert. Das habe ich gemacht in dem Erstelle eine Welt-Tool, wenn man da von da aus in den Baumodus geht. Aber das ist so laggy, dass ich die Aufnahme davon wieder gelöscht habe, weil das ewig gedauert hat und ständig hat sich irgendwas wieder gelöscht. War ganz schlimm. Und im Moment sind wir tatsächlich im Sims 3 Spiel selbst drin. Also ich habe die Welt gerade jetzt exportiert und sie ist im Sims 3 Spiel und das sehen wir jetzt hier gerade. Und da ist das Bauen deutlich einfacher. Und ja, hier ist also jetzt nun die Schule. Ich habe jetzt hier auf dieser Seite, das ist das, was wir diese Folge noch sehen werden. Ein Spielplatz für Kinder vor allem. Ich meine, ein paar Sachen wie jetzt das Trampolin können ja andere Sims auch noch verwenden, aber viele Sachen sind eher so für Kinder oder auch Kleinkinder gebaut. Und auf der anderen Seite der Schule haben wir dann einen Bereich für Teenager. Das habe ich auch deshalb gemacht, weil ich wollte ohnehin gerne einen Spielplatz haben für die Insel und ich wollte gern so einen Teenager-Treffpunkt haben in irgendeiner Form und dass sie da einfach Sachen haben, die sie zusammen machen können. Und ich dachte, das könnte man vielleicht so hier an den Schulhof verknüpfen, dass sozusagen das jetzt der Schulhof der kleinen Kinder ist. Was dann der coolste Schulhof wäre, den ich je gesehen habe. Mein Schulhof als Kind war einfach nur Beton. Beton und uneben.
Aber ja, so habe ich mir das vorgestellt und ich habe ja ohnehin vor oder habe jetzt auch schon einige Grundstücke erstellt, die so ein bisschen Kombination haben aus unterschiedlichen Sachen, dass verschiedene Funktionen erfüllt werden von diesem Grundstück, weil ja, diese Welt ist nicht, ich würde nicht sagen, dass sie wirklich klein ist, weil wir haben schon echt viele Grundstücke, aber wir haben halt viele kleine Grundstücke irgendwie. Und halt, ich habe einige schon für Wohngrundstücke eingeplant und da finde ich es immer ganz gut, wenn man einfach den Platz, den man hat, schon mal ganz gut nutzt. Hier haben wir jetzt den Sandkasten und Bänke drumherum und da dann auch diese kleinen Tierchen da, wo man die kleinen Kinder draufsetzen kann. Ich denke generell, das wäre vielleicht eher so die Kleinkind-Ecke, vielleicht, wo die Eltern dann zugucken, wie die Kinder im Sand spielen. Und dann haben wir halt noch eine Rutsche und ein Klettergerüst und zwei Schaukeln. Und ich glaube, das Trampolin behalten wir, aber das Knubset, was jetzt da steht, behalten wir, glaube ich, nicht. Das macht aber auch nichts, weil das haben wir ja, wenn man einmal über die Brücke geht, im Park nochmal. Also, ja, und dieses Grundstück war halt auch der Grund, weil ich habe das vor dem Park gebaut, dass im Park selbst nicht so viele Spielsachen sind für die Kinder, einfach weil hier ja schon total viel Zeug ist und das ist so ein bisschen unnötig, das überall nochmal zu haben. Wobei, während ich hier sage, es ist unnötig, das überall nochmal zu haben, wir haben hier nochmal eine öffentliche Toilette auf der Seite der Teenager. Das ist aber auch unterirdisch dann. Und das ist damit jetzt schon die dritte öffentliche Toilette. Und damit meine ich nicht Kloschüssel, sondern ich meine Einrichtungen, wo es mehrere Toiletten gibt, öffentliche Toilette. Allein auf der Steffi-Insel. Ja, ich sollte, glaube ich, aufhören hier auf jedes Grundstück einfach so aus Panik, dass irgendwie ein Sim sich in die Hose macht, Toiletten zu packen. Ich bin da halt noch so ein bisschen erzogen von Sims 4 im Moment, wo man ja nicht einfach so aufs Nachbargrundstück gehen kann, wo wir keine Open World haben, sondern wo man erst dahin reisen muss. Und da ist es halt tatsächlich wichtig, dass möglichst auf vielen Grundstücken Toiletten sind, weil es ewig dauert, bis man aufs Nachbargrundstück gereist ist, um da auf Toilette zu gehen. Oder dann kann man halt auch komplett woanders hinreisen, wenn man ohnehin schon reist. Dann ist es auch egal, ob es das Nachbargrundstück ist oder nicht. Aber in Sims 3 ist das ja anders. Und das heißt, man kann ja ganz ohne Probleme, wenn man komplett woanders ist, einfach aufs Nachbargrundstück gehen und da auf die öffentliche Toilette und dann wieder zurückgehen. Das ist ja eigentlich, kann man machen, wie man will. Von daher, ja, muss ich mich auf den nächsten Grundstücken damit mal ein bisschen zurückhalten. Und ja, natürlich haben wir jede Menge Pflanzen hier und jede Menge Blumen. Und wir haben diesen Zaun, der so ein bisschen aussieht wie Surfboarde. Ich weiß gar nicht, was ist die Mehrzahl. Jedenfalls wie, oder Surfbretter, sagen wir mal so. Das ist noch einfach, die so aneinander gestellt wurden. Und der Hintergrund dazu hat so ein fröhliches blaues Muster. Wobei ich das schon so ein bisschen mit den Pflanzen abgedeckt habe, damit es halt nicht zu überwältigend wird. Aber ich fand das halt gerade für einen Kinderspielplatz schön und ich finde es auch so hübsch, dass hier direkt der Kanal im Anschluss ist, wobei ich mir vorstellen kann. Ich meine, gut, der hat ein Geländer, aber dass dann jemand in der Pause aufpassen muss, dass kein übermütiges Kind versucht, in den Kanal zu klettern. ja, das könnte ich mir vorstellen. Und ja, jetzt platziert. Ziehen wir hier noch ein paar Pflanzen und gestalten so ein bisschen noch den Vordereingang der Schule, die da auf ihrem Fundament steht. Und dann machen wir mit dem Rest des Grundstücks in der nächsten Folge erst weiter, wo wir dann noch anfangen, die Häfen auch zu bauen. Da bauen wir den ersten Hafen. Und wir haben jetzt übrigens auch ein Juna-Ufer. Das haben wir vorher nicht gehabt. Das wurde auch benannt seit letzter Folge. Und ja, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!